ist wieder schön. Ja, die Brennweite, dann pocht mein Herz. Ich glaube, das mit dem Fahnen. Schon die blaue Feder. Ja, da ist das Kino, was ich los habe. Ja, da ist jetzt die Lichtwiese in Darmstadt. Ja, sieht böse aus, der Weg ist böse, die Anlagen sehen jetzt schön aus. Das ist eine schöne, da ein wilder Hund. Du wilder Hund? Ja. Da guckt ihr. So eine kleine Barge. Hm. Ja, wir holen schon alles sauber. Mal gucken. Ja. Angepinkelt. Heute war auch ich schon wieder da. Na du, der Schwanz bald größer wie der Hund. Das ist der Hand vorgefallen drin. Da fliege ich lieber erstmal vaterlich gedacht. Dann auch so die ersten Frühlingsboden hervorgeprescht. Kind war ich hier oft. Das war ich noch. Was sind das nur für seltsame Dinge? Die Schatzkarten für die Geocache. Hier irgendwo muss der Schatz sein. Da sind jetzt auch so Punkte dran. Aha. Dem hat es zu dem, was es ist.
Das ist Disc Golf, nennt sich das. Also was mit der Flugscheibe. Das ist wieder neu. Aha. Überall muss ich was draufschmieren. Aus den Büschen da ragen noch die Skulpturen heraus. Aus einer anderen Zeit. Ah, das letzte Stadion. Ah, das Hochschulstadion ist das. Ah. Keine Fahrräder anschließen. Ich habe mich schon gewundert, was sind das noch für Körbe? Jetzt weiß ich. Ja, das sind alles Sonderbare von Darmstadt gibt. Interessante Sachen. Das da unten, das kenne ich ja alles schon. Da fahre ich mal in der Luft. Gucken mal, was mir da noch sieht. Am Ostersamstag. Und viele alte Häuser gibt es hier noch. Diese Gründerzeithäuser gibt es hier noch. Das ist nicht mehr. Alte schöne Portale. Ja, das war schon toll, wenn man da damals drin gewohnt hat. Das war auch so ein altes. Wunderschön. Fast wie im Odenwald, im Odenwaldhaus. Den Fachwerk dran. Toll. Das ist auch so ein schönes. Ja, der ist auch schön zu hinten von mir. Der alten Kamin. Wunder. Die sind ja später hierher gebaut worden. Das sollen wir die großen sagen. Die tollen blühenden Bäume noch. Und Magnolien. Auch noch so ein schönes altes. Und das sind noch diese schönen alten Bürgersteige von Darmstadt. Die Einfassungen. 1900 hat man sowas gemacht. Genug gemacht dann damals. Also ein schöner Magnolienbaum. Ah, wie toll. Der sieht schön aus. Noch eine. Ja, es ist ein bisschen spät, aber doch. Ein schöner Teil, die sind schon längst verblüht. Ich hoffe euch. Da kommen jetzt diese uralten Häuser wieder. Schönen ornamentigen drin. Die Leitkörper. Gute Launebilder. Und da ist vorne dran wieder so ein toller Magnolienbaum. Die wilde Seite von Darmstadt.
Und da ist Griff für dies dran. Wild sieht's aus. Wie sind wir da hingekommen? Ja, in der Orangerie in Darmstadt. Wenn es mal anders ist, das ist. Ja, die haben schon. Und Karel also damals die Fürsten in der Darmstadt. Das ist schon wieder ganz was anderes. Wo ist die Kirche, wo es gerade war? Ein uralter Brunnen. Was er noch billiger war, da wohl im Sommer wird es bestimmt offen sein, da war es schwarz und kein Trinkwasser. Aber doch, doch. Ich bin im Orangeriegarten, also gut. Ja, so als alle Darmstädter kennt das nicht in deiner eigenen Stadt nicht mehr aus, wenn du schon lange nicht mehr da war. Scheiße. Ja, das ist eine schöne Farbe. Keine Panik, kann nichts passieren, es war nur vorbei. Keine Panik, keine Panik. Er hat Mut, das sieht man. Ah, auf die kleinen Fischer werden sie abgefahren. Genau der kleine Fischer. Und darauf hat er es abgesehen. Bei dem Rollerfahren, bei dem Kind, hat er eben die Panik mit der Fischerei. Da war er nämlich bei Fatsch geflogen. Hätten sie mit ihm geredet, dann würde er erstmal da sitzen. Ja, so haben die Fisch ein bisschen länger überlegt. Na, fahren wir wieder raus, dann schönen Tag. Natürlich auch noch so schöne alte Häuser. Neue, mit neuen Fassaden, aber eigentlich sind es auch uralte Häuser. Also neue Fassaden. Das ist noch so ein Originalhaus. Aus Backstein gebaut und Sand. Ja, das hat man früher die Häuser gebaut. Der alte Putz. Die Häuser mit den Eckersen. Ja, jetzt sind die schönen Häuser hier oben. Ja, die haben schon was, die Häuser.
vergessene Zeit. Das ist auch immer so ein wunderschöner Magnolienbaum. Der ist doch wunderschön. Wow. Ein tolles Teil. Ja, es gibt lauter schöne blühende Bäume. Und ich sage ja immer, Wohnraum ist knapp, besonders hier in Darmstadt, in der Studentenstadt und dahinter. Da ist so viel Wohnraum ungenutzt. Das ist unglaublich, einfach unfassbar. Das ist jetzt schon über ein paar Jahrzehnte lang. Seitdem die Amis fasseln. Ein riesen Wohngebiet ist hier hinten dran. Und hier blüht alles. Ja, ich fahre immer noch so symbiotisch den Berg hinauf. Was scheint zu passieren, um das für ganze Bautätigkeit zu erkennen. Da baue ich ja doch was Neues. Dann wir mal zum Kirchturm hin. Da steht auf jedem Zifferblatt eine andere Zeit. Wenn nicht so ist, ist es nicht. Was wir immer spielen haben. Dann kommt man jetzt zum Waldkunstwald Darmstadt beziehungsweise zum Müllwald Kunstwald Darmstadt. Also das hat überhaupt nichts so zu tun mit dem Wald. Das gehört dann in den Wald. Diese Materialien, die verrotten, gehen in den Waldboden rein und schaden den Wald. Das ist überall. Da fragt sich echt, welches Forstamt genehmigt sowas? Einfach Sperrmüll an die Bäume gehängt, in den Wald getan. Und dafür gibt es dann, und da gab es dann auch Preise, ja, weil die sind ja alles, ja, das ist doch genau dasselbe. Das ist ja die Hölle im Wald, buchstäblich. Ja, schau mal kurz hin, gucken wir uns mal kurz an. Wow, der Findling-Parcours. Das ist genau das richtige Trial-Strecke für Motocross. Cool. Ja, da kann die Trial-Spezialisten da gerne drüber fahren, ist mir sicher. Überall kämpft sich durch. Eigentlich wollten wir das alte Gewächshaus ja fast schmeißen. Aber dann haben wir uns gedacht, ach, da machen wir im Darmstädter Waldkunstwald noch ein Kunstwerk draus.
Wie gesagt, das Forstamt sowas genehmigt. Darin besteht eigentlich der Eigentumsname. Das ist auch sowas. Metall, das vor sich hinrostet, es regnet, geht in den sensiblen Waldboden rein. Ein Drama, Waldkunstwald. Viel Schrott im Wald, dann Kunst genannt. Das ist ein ewig großes Gelände, dieses Kastellengelände. Ich fahre schon die ganze Zeit hier an der Außen entlang. Unglaublich, wie groß das ist. Man sieht ganz viel Bautätigkeit da drin. Und hier entstehen ja Massen an Wohnungen. Vielleicht. Ein wahnsinnig großes Gelände, man kann es nicht anders sagen. Die Frage ist nur dann, ob die Wohnungen, die da entstehen, ob man sich die dann leisten kann. Das steht dann wieder auf dem anderen Blatt. Das sind die Aberglasstraße nun hergefahren, oder? In die Eberstadt. Da sieht man hier so rum, da sieht man den Millibokus. Die Bergstraße. Kannst du es gleich sehen. Okay. Da hinter der Wand ist schreckliche Boden. Das ist gerade Abstand Eberstadt. Ich fahre jetzt auf die Burg Frankenstein zu. Jetzt gerade mal hier durchgerollt. Das sieht man, ist Burg Frankenstein. Der Blumenbalm. Im Halbchen. Ja, das ist auch schön. Ich habe gedacht, ich fahre jetzt mal so auf Verdacht hier lang. Aber ich habe eben schon oben Fahrradfahrer fahren sehen. Also keine schlechte Idee. Weil in der Straße entlang ist ganz schön ätzend. Wenn so eine Kondition bei mir liegt, dann nicht wirklich. Die ist ja da. Das sind die ganzen Blümchen auf dem Frühlingsboden. So, wenn ich am Frankensteinparkplatz am innerhalb vom Meter hochfährt. Wenn ich jetzt in den Wald drüber gesetzt, fahre ich mal weiter. Der Weg ohne E ist auf jeden Fall Kondition gefragt. Weil sonst klappt es nicht. Jetzt schon manchmal ganz schön so satte Anstiege hoch. Wir sind ja schon bald 30 Kilometer unterwegs. Wenn ich im letzten Sommer vorbeigefahren bin, Sommer vor 2 Jahren, da war das noch nicht so. Man sieht ja, die guten Bäume haben es alle rausgeholt. Das sieht man so, die kaputten. Die faulen von innen nach außen. Das sieht man es. Ja, ja. Die Anstiege. So, muss die Kamera mal kurz einsteigen, brauchst du beide Bremsen. Dann kann ich mir nochmal anhalten, das mal zeigen, dann geht es hier wieder runter. Dann muss man da vorne über die Straße drüber und da wo das Schild ist, guck mal hin, da geht der Weg dann wieder rein. Da kann man dann neben entlang fahren, da kommt dann an die Ramstadt. So, geht es dann beim Verwerter vorbei. Da wieder in den Wald. Das ist eine schöne Strecke, so genau neben der Bundesstraße, im Waldbereich. Und dann so eine Straußenwirtschaft vorbei. Da
Das Ding ist ja nicht so, aber für andere Leute. Am Samstag, Sonntag haben die immer geöffnet. Oh, den ersten Borkenkäfer habe ich eben gesehen. Die sind schon unterwegs, die Freunde. Die Pillendreher. Da ist der Bremshebel auf der rechten Seite ausgewechselt worden, weil er immer gebremst hat. Und das ist jetzt links genau dasselbe. Kannst du die volle Kanne ziehen, bremst kaum noch. Ja, so ist das. So, mit dem Rammstadt-Industriegebiet, wieder Rammstadt-Industriegebiet. Da müssen wir dunkle Wolken aufziehen. So, ein bisschen Nieder-Rammstadt. Wetter ist halt ein bisschen abgebaut, bewölkt, cooler geworden. So, ich fahre schon wieder aus Ober-Rammstadt raus. Den letzten Berg für heute hoch. Ja, obwohl es ja noch früher am Tag, aber ich denke schon. Ja, das war schon mal ganz schön süß heute. Aber es ist gar nicht so weit. Sieht man jetzt da? Sind wir halt ewig viele Male hinauf und hinunter. Hier oben ist eine ganz exponierte Lage. Die Römer könnten hier gewesen sein vielleicht. Da kann man alles sehen. Da kann man runter gucken Richtung Hahnkamm, Spessart. Spessart ist da vorne. Man hat die Leute in der Hügelgräberzeit, also in der Bronzezeit. Konnten wir rüber gucken. Hier rüber geht der Hahn. Da sind die dunklen Flecken im Feld. Das war die Uhrzeit, da haben die Leute in der Steinzeit gesiedelt. Man hat den tollen Stein im Feld gesehen. Wenn der jetzt von der anderen Seite genauso wäre wie von dieser Seite, das wäre total toll, aber es ist immer dasselbe. Und dann konnte ich da super einen Faustkalt draus machen. Das ist immer interessant, wenn so dunkle Stellen im Feld sind. Das sieht man so voraus, aber es ist ja nicht da. Da oben nochmal so ein Streifen. Und meine Steinbeile, die ich selber mache, die sind so gut, dass die Archäologen immer sagen, ja, aber wehe, wehe, du schmeißt dann nachher dann aufs Feld. Dann ist sowas los. Weil meine Steinbeile, die ich kann, sind von echten nicht zu unterscheiden. Wenn man denn da gut ist, und da. Aha. Ja, das ist so eine Sauerei, ist das. Ja, hat was mit Tierhaltung zu tun. Da ist ja Mist drin, den sie den Fische geben, damit sie im Stall nicht krank werden. Das sieht man auf den Feldern dann wieder. Das ist der Otto Markverbraucher, ja keine Gedanken drüber. Der liebt ja seinen Steak und Fälle. Ja, das kann man so ein Feld finden. Das sieht doch fast aus wie Terra Sigillata. Ist es aber nicht. Das ist einfach nur Blumentopf, beziehungsweise Zischel. Bauschutz findet man auf so Feldern oft. Und so ist es auch hier. Das ist diese dunkle Stelle. Gucken wir mal. Hier ist es wieder vorne auch. Hier hat sich die Gülle einfach festgesetzt, die sie da durchgeschmissen haben. Zeig mal, ja, widerlich. Babisch Gülle. Ja, das hat sich einfach abgesetzt. Mit abgelaufen die Erde. Seht ihr noch, deswegen ist das so dunkel hier. Das ist einfach Schweinescheiße. Deswegen ist die Verfärbung im Feld. Und da hat er so ein Stück Eisen, was könnte es sein? Ich weiß, was das ist. Das haben sie, das war zwischen den Ketten der Zugpferde, die hier das Feld bestellt haben. Also der Pflugpferde praktisch.
Die sind immer zwischen den Kettengliedern, sind die immer. Da hat man immer noch mehr Ketten angehängt. In der Mitte war die Zugkette und außen waren die anderen Ketten. Ein landwirtschaftliches Ding von vor hunderten von Jahren. Dann wird hier oben an die Erdoberfläche gekommen und da geht es dann innerhalb von 20 oder 110 Jahren, kommt drauf an, wie die Erosion ist. Der Säuregehalt der Erde geht es dann kaputt. Und so ist das eigentlich immer. Man sieht es von unten, das sieht aus sehr so dunkel, fast schwarz und dann kommt man hierher. In diesem Rehe und dann sieht es ganz anders aus. Man kann, dass die Erde hier einfach nässer ist und drunter als wie woanders. Die Steine hier umliegen. Das war auch Scherben, aber das ist eine ganz andere Zeit. Ja, Zeit der Franken oder so. Schon lange nach Christus. Ja, die Feldmärsche. Guck mal hier hoch. Das ist mein Nest in Ruhe. Wunderbare hier an dem Acker ist, dass es hier so gerade ist. Das ist so eine wahnsinns gerade Fläche. So was gibt es auf dem Acker normalerweise gar nicht. Ich habe so eine Scherbe gefunden. So ein Bauernscherben, sage ich immer. Dann habe ich das hier gefunden. Das Ding, das könnte von einem Vogel sein, von einem Vogelbein. Eigentlich ist das nicht aus Metall, sondern das ist aus Plastik. Vielleicht ist es dann doch was anderes. So Dinge findet man auf dem Feld. Dann habe ich dann eben noch den hier gefunden, das ist eigentlich total untypisch, der gehört ja gar nicht hierher. Kann sein, dass das hier vom Urmeer noch so ein Abriss ist. Das kann natürlich sein. Das ist praktisch ein Relikt aus der Eiszeit. Das ist jetzt schon meine Mutmaßung, das wird schon sowas sein. Also das wahrscheinlich hat sich das hier so geformt, das Feld, dass es so gerade wurde, warum auch immer. Und dann sind hier die Steine aus der Urzeit praktisch oben drauf liegen geblieben, weil es so eine gerade Fläche ist. Das ist nämlich auch so ein Teil. Ich habe schon so Jaspis-ähnliche Dinge eben gesehen. Weil so Steine, von der Beschaffenheit her, die sie eigentlich hier gar nicht anstehen können. Und das ist ja auch unheimlich viel Schutt und unheimlich viel Dreck ist hier auch dabei, ja? Plastik. Das ist eine Bauschuttdeponie, eine ehemalige, die sie erfüllt haben. Lauter Spekulationen noch gelesen sein kann. Ah, da eine Wildspur. Das ist ein Landbaubild. Das könnte das so gewesen sein. Ja, von der Seite her, das ist doch schon Schwein gewesen sein. Bin ich wieder an eine andere Stelle auf dem Feld gekommen. Also ich tippe schon auf Uhrzeit. Das ist kein Bauschutt. Das ist die Uhrzeit ist das, die auf dem Feld liegt. Das sieht man auch. Ja. Ablagerung aus der Urzeit. Das hat sich halt hier abgelagert. Das ist das Eldorado für Mineraliensuche, was man hier gerade zu Gesicht bekommt. Ja, das ist wirklich so ein Stück Urgeschichte. Urzeit, was man hier sieht. Das ist hier oben drauf liegen geblieben. Interessant. Also grau-grünliche Steine.
Mineralien halt. Der hat auch sowas. Ja. So ein Eisenrelikt aus der Landwirtschaft um 1900. Oder noch früher. Da kann man es noch sehen, so in Form von geschwungenen Linien, die da drin sind. Da kommt nochmal sowas, das kommt durchaus aus dem Erdinneren. Der hat hier auch tief gepflückt. Wahrscheinlich, und da ist das hochgekommen. Nur Lehm, also sieht interessant aus. Der Lehm mit Stein. So Ursedimente sind es. Der wiegt für seine Größe wirklich total viel. Man sieht ja, wie groß meine Hand ist. Das ist so fast gut in meiner Hand. Der ist also wirklich total schwer. Das ist auch wie der Abdruck von einem Vieh oder so. Wenn man so drauf guckt. Ein vollkristalliner Stein. Hier ist interessant. Das Gewicht ist der Hammer. Das ist da. Von vorne weg mal 3 Kilo, 4 Kilo bestimmt. Gewaltig. Ich kann es mal kurz vorführen. Wenn man runterfallen lässt, da bebt die Erde unter den Füßen. Das hört sich ja gewaltig an, oder? Wenn ich so 2 Meter runtergefallen, so groß wie ich bin. Und dann kann man da unten hin. Das hat man bestimmt gehört. Das war ein Klotz vom Stau. Dann habe ich doch gesagt, ihr seht, eine Menge Müll ist hier drauf. Und da kann man schon einen sehen, hey, von wo das herkommt, der Müll. Sogar mit Telefonnummer, unglaublich. Das ist so ein Anhänger. Ja. Und auch der typische Herz hier. Das ist hübsch, ist es. Ich gucke gerade hier rüber und dann sehe ich da diese fette Höhle. Wow! Na, welcher Waldbewohner ist denn das? Da hat hier lauter Höhlen getan. Noch eine an. Da hat er auch einen Graben. Und da. Da hat er sich ja mal Höhlchen gegraben. Wow. Schön. Wohl drin wohnt. Dann habe ich eben gerade noch so einen Hummelhöhlenbaum entdeckt. Da unten ist eben einer rein und da oben ist auch einer rein. So, sind wir jetzt auf der hohen Straße, sind die 9 Kirchen in der Höhe. Kurz gleich voraus,
würde täuschen. Dann. Der Waldriese. Waldkunst, die nur aus Bäumen besteht. Aus Stücken. So, muss schon mal in den Energiekreis, muss schon mal aufladen. Ja, super. Die Sonnenaufgangsstelle ist es hier. Jetzt fahren wir nochmal in die Ortschaft Neunkirchen. Kann man nicht von hier aus super sehen. Das ist der Mast oben, das ist Rhein-Main, das Funkfeuer Rhein-Main. Ohne das Ding da, wäre in Frankfurt Buchhafen tote Hose. Und da ist nochmal die Kiste und so neun Kissen. Eine schöne Kirche mit den alten Fresken drin. Da war ich ja am Winde. Kalte Tag und erst Schnee. Ja, der Odenwald ist schön. Zum Glück darf man da wohnen. Stand. Und dann zum Abschluss nochmal die schöne Lightshow. Und da nochmal die Sonne raus. Ich bin nicht so irgendwo. Das ist mir ganz schön dunkel da hin. Ich bin immer noch von der Nordost.
geöffnete Rossbersch. Hofgut Wilsbach. Hennes Seilert. Also raus in Ferne der Hahnenkamm. Und Spessart. Und Ostbersch und Reunum den Zun. Ja, das war schon eine schöne Tour heute, muss man sagen. 40 Kilometer, wahrscheinlich um die 50. Dann haben wir das Sonnenlicht weg, ins schreckliche Rheinheim. Und hier gerade schöne Ortsberg. Im Dunkeln. Ja, schöner Ostersamstag, kann man nicht sagen. Das ist gerade mal so eine interessante Optik. Mit der Sonne und dem schwarzen Himmel im Hintergrund. Am Ende geht es zum Weltuntergang.